Greifen Sie nach unseren Sternen und erleben Sie individuelle Mobilität auf höchstem Niveau. Autohaus Allgäu, Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Hallo und herzlich willkommen. Heute am Mittwoch haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Zu Gast bei den Fachkräften von morgen. Vertreter der Arbeitsagentur besuchen Azubis bei der Arbeit. Begleitet beim letzten Gang die Arbeit des Hospizvereins Kempten-Oberallgäu. Und auf dem Weg zur schlankeren Figur. Drei Kandidaten wollen überflüssige Pfunde loswerden. Für viele ist sie eine der wichtigsten und schwierigsten Entscheidungen im Leben, die Berufswahl. Und genau die müssen heuer allein im Bereich der Agentur für Arbeit in Kempten rund 2500 Schulabgänger treffen. Welche Berufe derzeit besonders beliebt sind und in welchen Branchen noch Leute gesucht werden, das hat heute die Agentur beim Tag der Ausbildung bei der Firma Feneberg bekannt gegeben. Warum gerade dort und wie es um den viel zitierten Fachkräftemangel steht, das wissen meine Kollegen Melanie Müller und Manfred Fiener. Das ist Sven Drexler. Der 21-jährige Kemptner macht seit 2 Jahren eine Ausbildung zum Verkäufer bei der Firma Feneberg. Dort ist er einer von 257 Lehrlingen, die in den verschiedenen Bereichen des Unternehmens ausgebildet werden. Bei verschiedenen Schulungen wird den Azubis das nötige Wissen über die Produkte vermittelt. Lebensmittel, regionale, hochwertige Lebensmittel zu verkaufen, erfordert gut ausgebildete Mitarbeiter. Und wir freuen uns, dass wir die auch immer noch bekommen in der Region und den jungen Menschen damit der Zukunft geben können. Seit vielen Jahren arbeitet die Firma Feneberg auch eng mit der Agentur für Arbeit in Kempten zusammen. Deshalb erhielt das Unternehmen für sein Engagement im Bereich Ausbildung eine kleine Auszeichnung. In einer Gesprächsrunde wurden anschließend die neuen Ausbildungszahlen verkündet. Was die derzeitige Situation am Ausbildungsstellenmarkt anbelangt, ist es so, dass wir über ein sehr hohes Stellenangebot verfügen. Wir werden davon ausgehen können, dass wir bis zum 1.9. rund 3.300 Ausbildungsstellen bei uns gemeldet haben. Dem stehen rund 2.500 Bewerber um Ausbildung gegenüber, sodass man sagen kann, jeder ausbildungsfähige und ausbildungswillige Schulabgänger wird am Ende auch eine Ausbildungsstelle bekommen können. Allerdings bedeutet das nicht, dass jeder Lehrstellensuchende auch seine Wunschausbildung erlernen kann. Denn gerade bei sehr beliebten Berufen wie dem Verkäufer oder dem Bürokaufmann übersteigen die Zahlen der Bewerber die der angebotenen Stellen deutlich. Dagegen gibt es in anderen Bereichen zu wenige Bewerber. Gerade Koch zu werden oder als Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk Fleischerei zu arbeiten, können sich dagegen wenige vorstellen. Um auch den Schulabgängern eine Möglichkeit zu geben, ihren Wunschberuf zu erlernen, die zum Beispiel nicht die geforderten Noten mitbringen, unterstützt die Agentur für Arbeit ein besonderes Langzeitpraktikum. Die Einstiegsqualifizierung ist eine hervorragende Chance für Betriebe und für junge Menschen um Ausbildung. Und sie sieht in der Praxis so aus, dass ein junger Mensch zunächst ein Jahr eine sogenannte Qualifizierung und Anlernphase eines Unternehmens durchläuft. Der Betrieb hat die Chance, die jungen Menschen kennenzulernen. Und wenn es für beide Seiten passt, dann schließt man am Ende des Jahres einen Ausbildungsvertrag und geht damit in reguläre Ausbildung über. Und damit haben insbesondere natürlich auch junge Menschen eine Chance, die vielleicht jetzt in den Noten nicht so ganz stark sind und damit natürlich im Wettbewerb mit anderen Schulabgängern hinten anstehen. Auch die Firma Feneberg bietet 3 solche Langzeitpraktika an. Und das Konzept scheint aufzugehen, denn 2 der 3 Praktikanten seien schon so gut wie übernommen, so die Verantwortlichen. Im eigenen Ausbildungsangebot sehen die Verantwortlichen der Firma Feneberg auch eine Chance, gegen den drohenden Fachkräftemangel anzugehen. Denn sie bieten nicht nur viele Ausbildungsstellen an, sie übernehmen auch die meisten Lehrlinge. Wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter, die 15, 20, 30, 40 Jahre im Unternehmen sind. Die sind das Rückgrat des Unternehmens. Die jungen Menschen kommen bei uns sehr, sehr früh in Führungsverantwortung. Wir haben fast ausschließlich Mitarbeiter in Führungsebenen, die bei uns als Lehrlinge angefangen haben. Das funktioniert ganz gut. Viele Schulungen, eine hohe Chance übernommen zu werden und interne Aufstiegschancen. Das scheinen mit die Gründe dafür zu sein, warum eine Lehre bei der Firma Feneberg so begehrt ist. Denn jährlich gehen für 120 Ausbildungsstellen knapp 2000 Bewerbungen ein.
Allgäu meets Südtirol, das ist das Motto des ersten Wirtschaftsforums Bad Wörishofen am 20. Mai. Gast ist dabei der Extrembergsteiger, Politiker und Museumsbetreiber Reinhold Messner. Der Südtiroler wird nicht nur über seine Heimat erzählen, sondern natürlich auch von seinen Extremtouren auf die 8000er dieser Welt. Ziel des Ganzen ist es, zum einen das Wissen über die Nachbarregionen zu vermitteln, zum anderen geht es auch darum, Wirtschaftskontakte zu knüpfen. Start der Veranstaltung ist um 18 Uhr im Kurhaus Bad Wörishofen. Karten gibt es unter anderem bei allen Vorverkaufsstellen der Allgäuer Zeitung. So, und wir machen jetzt kurz Werbung und dann geht's hier weiter mit den aktuellen Meldungen aus der Region. In jeder Situation klare Sicht mit der Femto Sekundenlasik. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Hallo. Hallo? Beginnt. Bärige Wärme für Ihr Zuhause. Von einem Partner, auf den Sie sich verlassen können. Mehr Qualität und mehr Service. Und immer da, wo Sie uns brauchen. Kessler, Energie für das Allgäu. Mineralöl, Erdgas und Holzpellets. In Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Rund um die Uhr und auch am Wochenende. Rufen Sie uns an. In meiner Gesundheitssendung Fit bis ins hohe Alter geht es um das Thema Bluthochdruck und seine Folgen und natürlich auch, was man dagegen tun kann. Die Natur bietet uns wunderbare Hilfe an. Mit dem Knoblauch, mit der Aronia-Beere, mit dem Granatapfel und mit Weißdorn. Und das alles steckt in dieser Flasche. Aber mehr dazu in unserer Sendung. Wir freuen uns auf Sie. Mit Knobi Vital bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Höchste Zeit zu wechseln. Günstige Erdgastarife zu fairen Konditionen. Ihr regionaler Erdgasanbieter. Kessler. Energie für das Allgäu. In Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Informieren Sie sich. Für mehr Komfort und für ein gutes Gefühl. Individuelle Sporteinlagen für Jogger, Radfahrer, Wanderer und viele mehr. Dazu die passenden Sportsocken, durchblutungsfördernd oder muskelstabilisierend. Drescher und Long. Und ich fühle mich wohl. Sport Schindele Ronsberg. Ihr Spezialist für Alpin, Freizeit und Outdoor-Sport im Allgäu. Eine gigantische Auswahl von Top-Markenartikeln zu Top-Preisen. Kommen Sie und lassen Sie sich beraten. Unsere Spezialisten erwarten Sie. Die Meldungen vom 18. Mai 2011. Die Industrie- und Handelskammer fordert in Sachen Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren ein tragfähiges Konzept ohne Denkverbote. Ziel müsse es sein, gleichzeitig die medizinische Versorgung im notwendigen Maße zu sichern und mittel- bis langfristig mit den Kliniken eine schwarze Null zu schreiben. Wenn nötig, müssten dafür auch einzelne Häuser geschlossen werden, so die IHK. Andere Kommunen hätten gezeigt, dass die Reduzierung von Bettenkapazitäten bzw. die mögliche Schließung einzelner Standorte nicht notwendigerweise mit Qualitätseinbußen einhergegangen sei. Im Gegenteil, die angestrebte Konzentration einzelner Fachrichtungen auf Kompetenzzentren führe durch höhere Fallzahlen zu besseren Erfahrungswerten und mehr Routine beim medizinischen Personal. Deshalb gelte es jetzt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, so die IHK. Dabei seien Kompromisse und Einschnitte unvermeidbar. Die Gemeinde Weiler-Simmerberg bleibt doch Mitglied in der Wirtschafts- und Entwicklungsstelle Westallgäu, kurz West. Das hatte der Gemeinderat jetzt entschieden. Damit hat er seinen gegenteiligen Beschluss von vor 2 Wochen zurückgenommen.
Bürgermeister Karl-Heinz Rudolph hatte das Thema noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt, nachdem die anderen noch in der West verbliebenen Gemeinden die Räte darum gebeten hatten, ihre Austrittsentscheidung noch einmal zu überdenken, um den Bestand der West zu sichern. Der Gemeinderat hat nun mit 13-8 Stimmen entschieden, dass Weiler noch 3 weitere Jahre in der West bleibt. Die West kümmert sich um die Wirtschaftsentwicklung im Westallgäu und wird von 12 Gemeinden getragen. Die Tourismuskooperation Allgäuer Seenland hat ein neues Mitglied. Neben den Gemeinden Buchenberg, Sulzberg und Waltenhofen tritt nun auch die Marktgemeinde Weidnau zu dem Verbund. Nach langen Diskussionen unter den Gemeinderäten wurde nun einstimmig entschieden, Weidnau mit aufzunehmen. Natürlich gab es am Anfang auch ein bisschen Debatte, ob Weidnau zum Allgäuer Seenland dazu passt. Insbesondere, warum wir uns damals, als Allgäuer Seenland gegründet wurde, nicht gleich dazu entschieden haben. Und das musste man halt einfach argumentieren, dass auch von Seite in Weidnau einfach da ein gewisser Umdenkungsprozess stattfinden musste. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde neben der Bekanntgabe des neuen Mitglieds auch eine Zweckvereinbarung von den 4 Bürgermeistern unterzeichnet. Durch die Vergrößerung der Tourismuskooperation erhoffen sich alle Beteiligten, die Regionen nachhaltig unterstützen und fördern zu können. Der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler Bernhard Pohl aus Kaufbeuren hat Bundesverteidigungsminister de Maizière aufgefordert, die von seinem Vorgänger vorschnell angestoßene Bundeswehrreform sofort zu stoppen und sich auf die Umstellung der Bundeswehr in eine Freiwilligenarmee zu konzentrieren. Die heutige Pressekonferenz zeige zwar den guten Willen, lasse aber nicht den Mut erkennen, die falschen Ansätze ausreichend zu korrigieren. Schon jetzt gehöre Deutschland europaweit zu den Staaten, die am wenigsten für ihre Landesverteidigung ausgeben, so Pohl. Weitere Einsparungen im Verteidigungshaushalt seien daher unverantwortlich. In Kempten sind heute die Mitarbeiter des Dehner Gartencenters in einen Streik getreten. Die Mitarbeiter hätten laut der Gewerkschaft Verdi ihre Arbeitsplätze während des laufenden Betriebs verlassen. Im Gegensatz zu früheren Protestaktionen, die immer bei Arbeitsbeginn stattgefunden hatten, war die Aktion heute nicht angekündigt. Dehner hatte sich vor 1,5 Jahren aus der Tarifbindung verabschiedet. Die Mitarbeiter wollen ihre Tarifverträge aber zurück. Das Grillteam Blue Flame aus Burgberg wird vom 20. bis 23. Mai an der Barbecue-Weltmeisterschaft im westfälischen Gronau teilnehmen. Das Team aus dem Ober- und Westallgäu will mit Allgäuer Grillspezialitäten unter die besten 10 kommen. Bereits im vergangenen Jahr konnten sich die Allgäuer die bayerische Meisterschaft im Grillen sichern. Insgesamt treten bei der Weltmeisterschaft in Gronau 85 Teams, unter anderem aus Norwegen, Polen und Estland an. Die Lindauer Marionettenoper muss in den kommenden Wochen ihr Programm umplanen. Grund ist ein schwerer Verkehrsunfall des künstlerischen Leiters und Hauptakteurs der Oper, Bernhard Leismüller. Man bemühe sich, den Spielplan anzupassen und Ersatzvorstellungen im Spätsommer und im Herbst anzubieten, so die Marionettenoper, die auch über Lindau hinaus ein Publikumsmagnet ist. Der Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren startet ohne Robert Köcheler und Martin Hoffmann in die nächste Saison. Die Verträge mit dem letztjährigen Co-Trainer und dem Verteidiger wurden nicht verlängert. Man wünsche beiden alles Gute für ihre weitere sportliche Zukunft, hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins. Ja, und das waren die Meldungen vom 18. Mai und jetzt der Blick aufs Wetter. Die Quellwolken über den Alpen zerfallen am Abend. Die Nacht ist dann ruhig, trocken und oft klar. Die Temperaturen liegen bei 7 Grad in Oberstdorf und 13 Grad am Bodensee. Der morgige Tag beginnt schön, bis zum Mittag ziehen aber größere Quellwolken auf. Der Nachmittag ist teils sonnig, teils bewölkt, mit einzelnen Schauern. Vor allem am Alpenrand kann es auch kurze Gewitter geben. Das Thermometer klettert auf angenehme 20 bis 22 Grad. Am Freitag kaum Wetteränderung, Vormittag Sonne, nachmittags dann Wolken- und Gewittergefahr. Samstag und Sonntag gibt's wieder mehr Sonne bei bis zu 24 Grad. Sonntagabends ziehen dann aber Schauer und Gewitter sowie starke Böen auf. Im Laufe des Montags dann wieder leichte Wetterbesserung. Bereits gestern haben wir über die Arbeit des Hospiz in Kempten berichtet. Heute stellen wir Ihnen nun den Hospizverein Kempten Oberallgäu vor. Der hat sich nämlich ebenfalls zur Aufgabe gemacht, Menschen während ihrer letzten Tage, Wochen und Monate zu begleiten. Und das vorzugsweise auch zu Hause. Geleistet wird das alles vor allem von Freiwilligen. Rund 200 Menschen begleitet der Verein jährlich. Hinzu kommt dann noch die sogenannte Trauerbegleitung.
Wie die aussieht und warum der Verein auf Ehrenamtliche angewiesen ist, das zeigen Ihnen Martina Herz und Thomas Kehrer. Hospiz Palliativzentrum, Peter Reichle, grüß Gott. Wenn das Telefon bei Peter Reichle vom Hospiz Palliativzentrum Kempten-Oberallgäu klingelt, dann geht es meist um eines: Ein Sterbender braucht Hilfe. Und damit das möglich ist, muss Reichle einiges koordinieren. Also die Kernaufgaben eigentlich eines jeden Hospizvereins ist die Schulung, die Fortbildung und den Einsatz von den ehrenamtlichen Hospizbegleitern bei sterbenskranken und sterbenden Menschen zu Hause, im Pflegeheim, im Krankenhaus und auch hier im Allgäu-Hospiz. Rund 560 Mitglieder hat der Hospizverein im Moment, davon sind aber nur 120 aktiv eingebunden. Viel zu wenig, wenn es nach Reichle geht. Denn der Verein begleitet jährlich rund 200 sterbende Menschen und ihre Angehörigen. Allerdings eignet sich auch nicht jeder zum Hospizbegleiter. Erste Voraussetzung: eine einjährige Schulung. Also grundsätzlich ist es ein breites Spektrum. Die Themen sind einfach grundsätzlich von Sterben, Tod, Trauer, Hospiz, Hospizidee, Palliativ, Umgang mit Sterbenden, Kommunikation. Also breit gefächert die Theorie um das Thema. Neben der theoretischen Ausbildung sei zudem eine lebensfrohe Einstellung sehr wichtig, so Reichle weiter. Das stelle er auch immer wieder bei seinen eigenen Besuchen fest. Sich auf die Betroffenen einlassen und zuhören können, zwei wichtige Eigenschaften, die jeder ehrenamtliche Hospizhelfer mitbringen sollte. Denn neben der palliativen Pflege ist vor allem die Trauerbegleitung ein wichtiger Bestandteil im Umgang mit den Sterbenden. Und diese Begleitung brauchen nicht nur die Betroffenen. Auch für die Angehörigen sind die Hospizhelfer eine große Stütze. Reichle merkt das bei seinen Besuchen im Hospiz immer wieder. Vor Jahren, da habe ich auf Hospiz gehört und dachte, das ist zu uns, da kommen wir nie hin. Gell? Und jetzt bin ich froh, dass wir da sind, dankbar, dass wir das erkennen. Und die Leute gehen alles sehr einrichtig, sind sehr geduldig, sind sie vor allem einfühlsam und sie kümmern sich sehr um sie. Sie lesen ihr jeden Wunsch von den Lippen ab. Der Hospizverein Kempten-Oberallgäu wurde 1993 gegründet und setzt sich aus Gruppen in Kempten, Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf zusammen. Dort versuchen die Helfer, die Hospizidee nicht nur zu leben, sondern auch weiterzugeben. Durch einen offenen Umgang mit dem Thema Tod soll in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für eine Kultur des Sterbens geschaffen werden. Keine einfache Aufgabe, denn obwohl es auch immer wieder schöne Momente gibt, dreht sich ein Großteil der Arbeit um Schmerz, Leid und die Angst vor dem Tod. Und damit umzugehen, ist nicht immer einfach. Man sollte schon versuchen, dass man sich abgrenzen kann. Ich meine, es wird nicht immer gehen, es ist eine emotionale Angelegenheit. Aber wenn man natürlich jede Situation, wenn man immer mitleidet, dann kann das sicherlich irgendwann schwierig werden. Ich denke, da muss man sich für entsprechenden Ausgleich suchen. Der familiäre Hintergrund sollte günstigstenfalls natürlich passen, aber sonst ist sicherlich ein Hobby, das einem gut tut, ein Kontrast bildet, schon notwendig, ja. Die Arbeit im Hospizverein verlangt ihren Mitgliedern viel ab. Wer sich der Aufgabe widmet, muss mit vollem Herzen dabei sein. Denn kein Tag ist wie der andere und am anderen Ende des Telefons könnte immer jemand sein, der auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen ist. Ja, und weitere Informationen zum Hospizverein und zu den Anforderungen an ehrenamtliche Helfer finden Sie im Internet unter www.hospiz-kempten.de. Wir kommen zu einem anderen Thema. Die katholische Jugendfürsorge wird heuer 100 Jahre alt. Ein Grund zu feiern, auch für den Erziehungs- und Jugendhilfeverbund Kaufbeuren, der zur katholischen Jugendfürsorge gehört. Und so wird es am Freitag in der Kaufbeurer Innenstadt ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene geben. Außerdem ist abends dann noch ein Festvortrag zum Thema, was Kinder und Familien heute wirklich brauchen, geplant. Start des Ganzen ist um 14 Uhr beim Erziehungs- und Jugendhilfeverbund in Kaufbeuren. So, und wir machen jetzt eine kurze Pause und danach stellen wir Ihnen drei Zuschauer vor, die sich ganz fest vorgenommen haben, einige Pfunde loszuwerden. Wie Sie das schaffen wollen, das gibt's nach der Werbung. Bringt Sie bequem in die schönsten Wanderregionen. Gemeinsam aktiv die Landschaft erkunden.
gemütlich einkehren und die Tage genießen. Traumhaft reisen mit Arnold, Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Jetzt neu in Kempten Ursulasried. BayWa Baustoffe. Wir beraten Sie bei Neubau und Modernisierung, Innenausbau und Gartengestaltung. Vom Keller bis zum Dach, alles aus einer Hand. Baustoffe und Bauwerkzeuge namhafter Hersteller in Profiqualität. Wir liefern direkt an Ihre Baustelle. Mit Kompetenz und Topqualität immer gut beraten. Bauen Sie auf Qualität. BayWa Baustoffe. 10-mal im Allgäu. Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren. Herzlich willkommen in der Hafner Villa. Wir bieten all denjenigen ein Zuhause, die unsere tägliche Unterstützung und professionelle Betreuung benötigen. Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie. Einzigartig im Allgäu. Steinstarke Ideen aus Naturstein für die Gestaltung Ihres Gartens. Faszination Naturstein auf über 2000 Quadratmetern. Im Ideengarten Ihrer BayWa Baustoffe in Buchloe und Kempten. Bauen Sie auf Qualität. BayWa Baustoffe. 10-mal im Allgäu. Genießen Sie zusammen mit den Meckhatzern Spezialitäten der Region beim Meckhatzer Genießermarkt am 22. Mai in Heimenkirch. Meckhatzer Löwenbräu freut sich auf Sie. Traumhafte Küchen. Traumhafte Küchen. Individuell geplant. Individuell geplant. Zu fairen Preisen. Zu fairen Preisen. Küche und Wohnen Heidel im Herzen von Markt Oberdorf. Grenzenlos. Genussradfahren im bayerischen Golf- und Thermenland. Geschichte und Gastfreundschaft erwarten Sie. Mehr dazu finden Sie auf www.urlaub-grenzenlos.eu. Das bayerische Golf- und Thermenland und Oberösterreich freuen sich auf Sie. Die Sonne, der Wind, das Wasser, das sind für uns Quellen, aus denen alles entspringt. Sonne hat unglaubliche Energie, die wir sehr gut umwandeln können. Windkraft, Wasserkraft ist umsonst vorhanden. Wir müssen von der Natur lernen, sie wieder anders zu behandeln. Gut, dass sich da auch meine Bank engagiert. Investieren Sie in klimafreundliche Finanzdienstleistungen. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Abnehmen, überflüssige Pfunde loswerden, abspecken, schlanker werden, wie man es auch immer nennt, das Ganze ist keine einfache Sache. Drei unserer Zuschauer aber haben beschlossen, das Ganze anzupacken und wir werden sie die nächsten 8 Wochen dabei begleiten. Teil 1 des Abnehmprogramms: Sport. Nicht irgendeiner, sondern Training mit Elektrostimulation, kurz EMS, bei Palestra B in Kempten. Der Vorteil an der Sache: Durch die Stromstöße sollen die Muskeln beim Training zusätzlich angeregt werden. Teil 2 der Aktion: Eine Ernährungsumstellung nach dem sogenannten Metabolic Balance Programm. Unsere drei Abnehmwilligen haben bereits angefangen mit ihrem Training und meine Kollegen Sebastian Zausch und Peter Böhr stellen sie Ihnen erstmal vor. Es ist anstrengend, das sieht man Patrick Wagner an. Alle paar Sekunden durchströmen leichte Stromstöße seinen Körper. Währenddessen muss er seine Muskeln anspannen. Der angehende Rettungsassistent aus Kempten treibt viel Sport. Regelmäßig geht er joggen oder setzt sich aufs Mountainbike. Auch Thai-Boxen gehört zu seinen Hobbys. Bewegung ist also fester Bestandteil seines Lebens. Das EMS-Training bei Palestra B führt ihn trotzdem an seine Grenzen. Nein, erstens mal, mir hat der Arsch wehgetan, die Sau. Brutale Muskelkater im Hintern, in der Brust, in den Oberschenkeln. Ich hätte nie gedacht, dass das so wild ist. Am Anfang habe ich drüber gelacht, so ein bisschen Strom, ihr kennt's ja, vom Doktor, von der Strombehandlung, fix und fertig gewesen. Auch Andrea Meyer treibt gern Sport. Die Kaufbeurerin wird demnächst 40, da will sie ihr Leben etwas umstellen. Unser 8-wöchiges Abnehmprogramm kam der Marketingfrau da gerade recht. Also ich erhoffe mir einfach eine gesündere Ernährungsweise, dass man das in den Alltag integriert, um mit dem schönen Nebeneffekt abzunehmen und sich ganzheitlich gesund zu ernähren. Also nicht einfach jetzt anhand von Diäten irgendwas umzustellen, sondern ich denke, das ist ein Ansatz, wo man einfach ganzheitlich für seine Gesundheit was tun kann. Dritte im Bunde ist Katja Scheuer aus Durach. Die Bürokauffrau treibt privat keinen Sport. Sie hat schon viele Diäten angefangen, aber kaum eine durchgehalten.
Ganz wichtig ist für mich die Ernährungsumstellung, weil ich es einfach nicht schaffe. Ich bin alleine und abends halt dann immer irgendein Zeug koche oder mache, wo viel zu schnell ist und viel zu fettig ist. Und natürlich auch das Abnehmen jetzt ist ganz wichtig für mich. Bei einem Casting in den Räumen von Palestra B in Kempten wurden die Kandidaten auch medizinisch auf Herz und Nieren getestet. Denn was auf sie zukommt, ist kein Zuckerschlecken. Hartes Training, weil sie wollen ja was erreichen. Wir sollen die Körper wieder in den Zustand versetzen, wie sie mal waren. Also das heißt, schöne Figuren haben. Und deswegen müssen sie zweimal die Woche hart trainieren. Die kriegen alle drei ein individuelles Programm, was wir vorhin schon gesehen haben, und müssen zweimal pro Woche trainieren. Und das werden wir immer mehr ausbauen, dass die Kombination mit der Ernährung richtig hinhaut. Patrick Wagner bekommt seinen Ernährungsplan für die nächsten 2 Wochen. Der richtet sich nach seinen Blutwerten. Der Körper soll zunächst komplett entschlackt werden. Danach bekommt er eine ausgewogene Ernährung, ganz nach seinen Bedürfnissen. Wichtig ist, Patrick muss sich ganz genau an einen vorgegebenen Plan halten. Für jemanden, der bisher immer wieder querbeet gegessen hat, gar nicht so einfach. Also er wird am Sonntag seine Vorbereitungsphase beginnen. Das heißt, er führt ab und lebt 2 Tage mit Gemüsesuppe. Einfach, er bereitet sich vor auf diese Essensumstellung oder Nahrungsumstellung. Und am Dienstag wird er dann beginnen mit seinem Plan. Aber er hat einen sehr guten Plan, also da ist wirklich was dabei, wo man gut essen kann. Er hat also 3 verschiedene Frühstücksvariationen, die alle gut sind. Dann Mittag hat er eine Riesenauswahl und also durch sein Blutbild, das nicht schlecht ist, hat er also eine ganz tolle Auswahl an Lebensmitteln. Es wird hart, wenn ich höre, dass ich früh einen Joghurt essen darf mit 50 Gramm Haferflocken. Im Gegensatz zu jetzt, wo ich jetzt esse, ist das eine richtig krasse Umstellung. Gell? Während Patrick Wagner sich schon aufs Fasten vorbereitet, beginnen die Damen mit dem Training. Dabei werden nicht nur Gewicht und persönliche Ziele vermerkt. Personal Trainer Peter Berger testet auch ganz genau, wie viel Strom er den beiden zumuten kann. Der Strom bewirkt ganz einfach, dass die Nerven stimuliert werden. Und die regen die Muskulatur zum Arbeiten an. Auch die ganz kleinen und tief liegenden Muskelfasern. Und das wiederum durch die Anspannung, was wir beim Training machen, wir schauen immer, dass wenn der Reizstrom kommt, der Intervall, dass wir die Muskulatur anspannen und so arbeitet der Muskel dann. 20 Minuten dauert das Training jedes Mal. 20 Minuten, die es in sich haben. Denn so einfach wie es aussieht, ist das EMS-Training gar nicht. Also man merkt schon, dass man nicht nur durch die eigene Muskelkraft, sondern zusätzlich durch den Stromimpuls, dass es einfach eine doppelte Anstrengung ist und dass es halt richtig tief geht. Also es ist nicht so die Oberfläche, sondern man hat das Gefühl, es geht so richtig in die tiefen Muskulatur rein. Anstrengend, aber es macht wahnsinnig Spaß. Ist ja ganz ungewohnt für mich, weil ich sonst keinen Sport gemacht habe. Also ich mag es schon. Ich denke, für die 2, die Sport machen, es wird hart, aber zum Aushalten. Und für die Dame, die bis jetzt keinen Sport gemacht hat, das wird sehr hart. Na dann, auf ein gutes Gelingen. Genießt den Sekt noch einmal. Es ist der letzte für eine lange Zeit. Denn Alkohol ist auch tabu für unsere Kandidaten, ebenso wie Weizenmehl, Schokolade und andere leckere Dinge. Wie sich unsere 3 Kandidaten in den nächsten Wochen schlagen werden, das werden wir Ihnen natürlich zeigen hier bei TV Allgäu Nachrichten. Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie möchten. Dann geht es bei uns zum Beispiel um das Musical Ludwig hoch 2. Die Neuauflage feiert im Juli Premiere und meine Kollegen waren schon einmal bei den Proben dabei. Und wenn Sie jetzt den ein oder anderen Beitrag noch einmal sehen wollen, dann können Sie das ganz einfach tun und zwar im Internet unter der Adresse www.tv-allgäu.de. Da gibt es unsere Online-Mediathek und da gibt es dann auch alle Beiträge zum nochmal anschauen. Außerdem gibt es uns auch bei YouTube. Unser Channel heißt da TV Allgäu Nachrichten zusammengeschrieben. Und auch da finden Sie alle Beiträge der vergangenen Monate. So, und ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Bis morgen. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen.
Rund um die Uhr Strom. Zukunftsstrom. Feierstrom. Das alles ist Allgäu-Strom. Allgäu-Strom. Die heimatstarke Energie.